Hi Leute, was geht? Willkommen zu der vierten Folge von mir und meiner Welt. Ich glaube, so viel Zeit sollten wir jetzt nicht hier benutzen, um hier rumzustehen, sondern mehr, um hier Sachen zu machen. In der Welt. Also, let's go. Das Erste, was ich machen würde, ist auf jeden Fall diese Brücke wegmachen, weil die ist einfach so extrem hässlich. Und wir sind auf dem letzten Block. Und wisst ihr was? Diese ganze Erde da, die hier rumfliegt, ja, die werde ich einfach da lassen. Ich habe viel zu viel Erde schon. Das Wesentliche ist aber jetzt, auf jeden Fall Mending zu holen. Oder zumindest die Villager Trading Hall zu bauen. Denn das ist so ziemlich unser Hauptziel gerade. Ich gebe euch mal hier ein bisschen Brot. Okay, es ist deutlich besser, wenn wir das hier während der Nacht machen. Weil dann stören uns die Villager nicht so sehr. Und hier rumgehauen. Okay, es sieht jetzt vielleicht nicht besonders schön aus. Und ist es auch nicht. Und ich glaube, ich habe es auch komplett schlecht gebaut. Habe ich gerade einen Zombie gehört? Ich werde nämlich langsam mal meinen ersten Kill bekommen. Komm her. Ja? Aha. Und er hat eine Kartoffel gedroppt. Nice, Digga. Und Skeletto. Skeletto, Sans Undertale. Okay, wisst ihr was? Das dauert mir ein bisschen zu lange. Okay, lasst uns Timelapse auf Full Speed Mode Modus machen. Okay, Leute, es ist so ziemlich fertig jetzt. Ich weiß, ich werde später noch hier alles erweitern müssen und so. Aber erstmal würde ich sagen, wir haben alles ausgegraben. Als nächstes müssen wir hier überall die Villager-Löcher hinmachen, wo die Villager reingehen. Okay, und das ist jetzt auch fertig. Jetzt hole ich mir einen Farmer-Villager heran, der Kartoffeln tradet. Okay. Und jetzt gebe ich ihm einfach ein paar Kartoffeln. Und boom, wir haben einen Smaragd. Und was machen wir in der Zeit? Naja, einfach nur das Ding da unten dekorieren. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Langsam fangen jetzt an, so Creeper zu spawnen. Und ich hasse es, Creeper-Löcher zuzumachen, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Enderman. Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ich habe sehr viel Angst vor dir. Lass mich in Ruhe. Das Ding ist, ich würde gerne Deep Slate tatsächlich für den Keller benutzen. Einfach weil es so ein dunkler Block ist. Das Ding ist halt, wenn wir Deep Slate wollen, dann müssen wir sehr tief graben. Und obwohl ich in dieser Mine schon extrem tief gegraben habe, ist es immer noch nicht super tief. Ein bisschen später. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gemeint. Und ja. Ich habe hoffentlich jetzt genug. Und für mich wird es Zeit, hier wieder ein bisschen weiter zu renovieren.
Digga, was ist das denn hier? Okay, ich glaube, es wird tatsächlich Zeit, ein bisschen Kisten aufzustellen. Denn meine Kiste ist hier komplett voll. Okay, ich bräuchte zwar ein paar mehr Kisten, damit das gut aussieht, aber naja. Okay, es scheint tatsächlich so, als müssten wir hier tatsächlich die Farm ein bisschen erweitern. What? Digga, hier ist einfach so eine random Unterwasserhöhle. Okay, Bro. Ich ignoriere das einfach mal. Okay, ich habe das alles fertig ausgemalt. Mein Problem ist, ich meine, guckt euch meine Spitzhacken an, wie low die sind. Ey, ich mache eine Sache damit, die explodiert. Okay, es ist fertig mit Dekorieren hier. Ich weiß, diese Wand ist hier noch nicht fertig, aber ich will natürlich noch die Trading Hall weiter ausbauen. Also lasse ich das erstmal so. Was wir machen können, ist erstmal hier hin so Terraform und dann hier dieses Gehege quasi spiegeln, bloß dass da Kühe drin sind, so dass wir mehr Bücher machen können. Okay, Leute, ich bin fertig mit dem Terraform. Es hat extrem viel Erde gekostet. Es war, glaube ich, so 9 Stacks Erde. Ich habe mein Bestes versucht, das so relativ natürlich aussehen zu lassen. Ja, und jetzt wird es, glaube ich, Zeit, ein paar Kühe zu holen. Okay. Los geht's. Das ist so hässlich. Das ist so ein hässlicher Name, Digga. Was ist das? Was zum Fick ist ein Bognertisch? Bogner meine Eier, Digga. Okay. Ich kann mir jetzt ein Fletching Table machen oder Bognertisch, wenn du ein Allmann bist, Digga. Digga, ich habe Freunde, die spielen nur auf Englisch. Und ihr nennt es trotzdem Fletching Table, Digga. Wer nennt es Bognertisch? Sag mir das mal jemand bitte. 35 Emeralds, Digga. Bro, ich hab den gerade Kartoffeln gegeben. Wollen die jetzt was machen? Anscheinend nicht, Digga. Willst du mich verarschen? Warte mal. Yo! Endlich! Die haben ein Kind gemacht! Wurde auch mal Zeit. Oh mein Gott, okay. Okay, ich geh. Guck, wie süß die sind. Bro, du Farmer, du bist ein Unsigma, Digga. Du hast die Kinder einfach alleine gelassen. Okay, ich glaube, ich muss meinen Kartoffelkocher noch ein bisschen größer machen, weil das dauert mir ein bisschen zu lange. Boom. Ja, ich weiß, dieses eine Lagerfeuer ist falsch, aber mir ist mir jetzt eigentlich auch egal. Oh mein Gott, der erste Eisengolem ist gespawnt. Aber auf der Decke! Digga, okay. Was? Warte mal, einer ist jetzt erwachsen geworden und die hatten, ohne dass ich ihnen Kartoffeln gegeben habe, noch ein Kind gemacht. Wie? Bro, was hast du genommen? Oder kommst jetzt in das Scheißbrot, Murok? Komm jetzt rein. Komme zu mir.
Komme zu mir, sonst stinkst du noch scheiße und bist ein Hur. Country Road, take me home to the place I belong. Ja, he is in the boat. Erstmal platziere ich da einen Lektern. Na, 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 du kommst hier nicht raus. Nein. Oh mein. Du kannst dich da nicht durchglitschen, oder? Hallo. Hier, komm zu mir. Nein! Was machst du? Wieso willst du diesen scheiß Lektern nicht annehmen? Ist irgendwas falsch damit? Ist irgendwas... Nein! Nein, du gehst jetzt wieder zurück zu diesem Fuck! Nein, 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 geh noch ein bisschen weiter rein. Geh noch ein bisschen weiter. Ein bisschen nach... Ist gut, ist gut, ist gut. Ja! Ich weiß, man kann es besser machen, aber so sieht es am Ende am cleansten aus, finde ich. Reparatur. Let's go. Wir haben fucking Reparatur. Wir haben Reparatur.